Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Civil. Wir sind immer noch am Strand und versuchen diesen Chin zu besiegen. Wir gehen da mal. Jo. Denn dieser Chin hat uns beschissen und das versuchen wir jetzt zu verhindern. Indem wir jetzt mit einem bedruckten Deck spielen und indem wir hinten ein paar Symbole angeordnet haben. Warum stört er mich während meines Urlaubs? Ich fordere dich zum Duell. Na dann los. Oho, du hast ja echte Karten. Gut, dass ich auch noch ein Ass im Ärmel habe. Nun gut, welche Karte nehme ich? Ich muss hier doch irgendwo sein. Wir fangen mal an mit der Wasserkarte. Seht ihr das im Hintergrund, der Affe? Ich bin mir ganz sicher, dass das die richtige... Aha, so. Ich spiele die Feuerkarte. Ich verliere. Wie konnte das passieren? Ja, so ein Pech. Los, spiel endlich. Nur die Ruhe. Mein Zug will wohl überlegen sein. Genau. Nehmen wir die Feuerkarte. Natürlich kann das, was der Affe da macht, eigentlich gar nicht sein, weil ich die Wasserkarte schon gespielt habe. Aha, verstehe. Ich spiele die Eiskarte. Ich verliere. Wie konnte das passieren? Ja, wenn man so doof ist. Los, spiel endlich. Gut, dann nehmen wir die Eiskarte. Ich habe ohnehin nur noch eine Karte. So ist das also. Ich spiele die Wasserkarte. Und schon wieder verloren, so ein Pech für dich. Joho, und ich verliere. Wie konnte das passieren? Ha, nimm das, du aufgeblasenes Etwas. Aber, was? Wie kann das sein? Ha, damit hast du nicht gerechnet, was? Aber, mein System war doch so sicher. Ja, so ein Pech für dich. Wie konnte es nur dazu kommen? Tja, so ist es eben. Du bist mir einen Wunsch schuldig. Was wünsche ich mir denn? Ich hab's. Ich wünsche mir noch 3 Wünsche. Das ist natürlich nicht erlaubt. Nach den Genfer Wünscheabkommen. Na gut. Ich habe noch ein paar andere feine Ideen für Wünsche. Wir wünschen uns, dass du zur Abstimmung kommst und für Gwendolyn stimmst. Was? Und meinen Urlaub abbrechen? Nun gut, es sei, euer Wunsch ist mir Befehl. Na also, es geht doch. Dämliche Gewerkschafter. Ha! Aber... Schon gut, Civil, schon gut. Ich dachte, ich mache schnell, bevor du dir noch was Unsinniges wünschst. Ich wollte mir gerade wünschen, dass er Basilius absetzt. Oh. Das wäre auch ein guter Wunsch gewesen. Whatever. Okay, reden wir noch mit dem. Ne, warte, wir haben hinten noch. Wo ist er? Ein. Schatz. Nein, wir essen die Schippe. Und. Mach ach, es nicht. Mann! Du sollst hier hinten das Schild ausgraben, Mann. Den Sandhügel wegholen. So, komm schon, Civil. Jetzt mach mal ein bisschen. Nun Hinne. Gut, wenn es schneller, sein muss. Schneller. Civil, du hast ein Schild freigelegt. Nehmen wir den Sägefisch. Komm heraus, du lieber kleiner Schatz. Und dann reden wir noch mal mit dem Zombie-Piraten. Tag, ihr Landratten. Ich dachte, du bist wieder böse. Wolltest du nicht endlich wieder losziehen und brandschatzen und plündern? Civil, stifte nicht schon wieder Leute an. Natürlich. Ich werde brandschatzen und plündern wie in den guten alten Tagen. Ja, genau. Aber davor muss ich hier noch diesen Schatz bergen. Ohne ihn macht das Ganze wenig Sinn. Was ist das denn für ein Schatz? Das ist sehr geheim. Das kann ich nicht verraten. Das ist aber doof. Hallo, was machst du denn hier? Ich suche einen Schatz. Mein alter Piratenkollege Jack Hummingbird hat mir erzählt, dass er ihn genau hier vergraben hat. Jack Hummingbird, ja?
Jack Hummingbird. Der Name kommt mir in der Tat, Sybil, in der Tat. Er war ein gefürchteter Pirat. Gefürchtet waren vor allem seine Scherze und Lügen. Leider weilt er nicht mehr unter uns, der Gute. Er hatte alle Kerzen auf einer Torte durch Dynamit ersetzt. Viel zu spät hat er festgestellt, dass es eine eigene Geburtstagstorte war. Tja, so ein Pech. Okay, wir haben noch ein bisschen was wir vor. Wir haben heute noch Interessanteres vor. In der Tat. Okay, Jack Hummingbird. Da war doch was auf dem Friedhof. Gucken wir da noch mal kurz hin. Nachdem die Ladezeit um ist. Oh, das geht relativ zügig. Das hier hinten ist, glaube ich, das Grab von Jack Hummingbird gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf dem Grabstein steht etwas. Hier ruhen die Überreste von Jack Hummingbird. Wir haben versucht. Okay, dann benutzen wir nochmal den Spaten in diesem Grab. Das wird nur einen Moment dauern. Ist das nicht Grabschändung oder sowas? Na und? Du tust ja gerade so, als ob das ein Verbrechen wäre. Also eigentlich glaube ich auch, dass... Schon gut, mach einfach. Lassen wir Sybil mal das Grab aufschaufeln. Ein alter Kompass. Er zeigt noch nicht einmal Richtung Norden. Nimm ihn mit. Vielleicht können wir ihn noch für irgendetwas gebrauchen. In der Tat. Da das der Kompass von Jack Hummingbird ist, sollten wir... Na komm schon. Sollten wir die mal dem Piraten geben? Oh, ein was für ein unfassbar guter Tipp. Geben wir den Kompass an den Piraten. Hey du, wir haben hier was für dich. Schau doch mal. Aber das ist... Potz, Blitz und mein Klabautermann. Das ist der Kompass von Jack Hummingbird. Tja. Den muss ich haben. Das hört sich nach einem Geschäft an. Wir könnten dir den Kompass überlassen für, sagen wir... Wir schenken ihn dir natürlich. Hier, nimm. Vielen Dank. Das vergesse ich dir nie. Aber... Der Kompass zeigt auf das, was ich am meisten begehre. Er zeigt eine Richtung an. Los geht's! Genau. Ha. Die Bar? Natürlich die Bar. Ein Drink ist wirklich das, was ich am meisten begehre. Bar-Affe. Einen Kiwi Royal, aber frisch mit Rosine. Warum hast du den so billig wegkommen lassen? Was wir alles hätten bekommen können. Aber Sybil, gute Taten werden immer belohnt. Ich bin sicher, dass wir auch etwas davon haben. Wir werden höchstens arm, wenn du dauernd unsere Sachen weggibst. Tja, da hat der gute Sybil recht. Aber jetzt liegt hier ein Metalldetektor und den nehmen wir doch gleich mal mit. Und ich will ihn mal ausprobieren. Wieso denn bloß? Pflanzen. Hey, ich glaube, da glitzert etwas. Da, im Gebüsch. Wirklich? Ich bin erstaunt, dass du das gesehen hast. Das war doch wirklich gut versteckt. Bestimmt ein immens wichtiger Gegenstand. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann hier nichts entdecken. Das war auch nur ein Spaß. Ich wollte dir etwas Bewegung gönnen. Was, du kleines Kind? So, gucken wir, was der Pirat jetzt zu sagen hat. Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, okay. Was sagt der Pirat? Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Kiwi Royal genießen. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal wieder. Ein Info. Links und rechts die endlose Wüste des Schreckens. Ein Seher. Ja, ich möchte gerne zur Ferianis-Karte gehen und dann gehen wir nochmal zu der dummen Elfentante rauf.
Wusstest du schon, dass in Civil das Wort Evil steckt? Nein, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ach, lad mal ein bisschen schneller diesen dämlichen Wald. Meine Güte, ich muss zu der Elfentante. Die hat sich da ja angekettet und wir brauchen einen Schlüssel. Hallo, ihr Lieben. Du musst zur Abstimmung kommen. Los! Das würde ich ganz, ganz toll finden, denn Demokratie ist wichtig für mich als Elfe. Aber ich habe mich ja leider hier an den Baum gekettet und den Schlüssel nicht zur Hand. Ist ja auch strohdoof. Wo ist denn der Schlüssel für die Ketten? Ich habe den Schlüssel vorhin in das dichte Gebüsch da drüben geworfen, damit man ihn mir nicht abnehmen kann. Hervorragend. Das Ganze gleicht einer Suche nach dafür der Nadel im Metalldetektor. Ich schlage vor, wir lassen sie ja einfach verrotten. Civil, wie kannst du sowas ich nur finde vorschlagen? Das gut. Sie hat sich hier nur angekettet, um etwas Gutes für uns alle zu tun. Außerdem brauchen wir sie für die Abstimmung. Schon vergessen? Verdammte Demokratie, verdammte. Okay. Wir lassen dich dann suchen hier wir mal zurück. Eben nach dem Schlüssel. Ich glaube, das kriege ich in diesen Teil noch rein. Hoffe ich jedenfalls. Metalldetektor mit Gebüsch. Damit sollte es schnell gehen. Also los! Los geht's! Ich glaube, dass der Wald sich gegen eure Maschinen auflehnt und uns allen zeigen will, dass wir in Frieden miteinander leben können. Schon klar, Elfe. Ah, der Detektor schlägt an. Gut. Hey, er schlägt aus. Da ist etwas. Das sind aber nur ein paar rostige alte Nägel. Ich packe sie mal zu dem Hammer dazu. Fragen wir noch mal bei dieser dümmlichen Elfe nach. Ja. Hört auf euer Herz und ihr werdet gehen feststellen, zu dass Elfe. Ich will, dass der Wald weiterlebt. Hallo, ihr Lieben. Wo ist denn der Schlüssel für die Ketten? Im Gebüsch Nein. war der Schlüssel nicht. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe vorhin eine Elster damit wegfliegen sehen. Wie unachtsam von mir daran, nicht gleich zu denken. Elstern sind ja so putzige Tiere. Man sagt, sie bringen glitzernde Gegenstände gleich zurück zu ihrem Nest. Das Ganze entwickelt sich langsam zu ja. unendlichen Geschichten. Da hast du recht. Okay, dann lassen wir sie nochmal zurück. Wir lassen dich nun hier zurück. Und schießen mal das Nest da oben runter. Dafür klettern wir nochmal auf den Baumstückler. Leiter hochklettern, das darf Lilly dann erledigen. Sie hat die Schleuder. So, komm, mach ein bisschen schneller. Spitzer mit Schleuder. Die Schleuder ist nun mit den Termiten geladen. Und dann schießen geladen. Wir damit den Ast weg. Das ist nicht gerade eine gute Tat. Richtig, aber Lilly, du hast es erfasst. Sein. Es muss sein, also mach endlich. Peng! Klatsch. So, da ist das Nest. Und ich beende diesen Part jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Civil. Bis dann.